Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu A Date in the Park. Ja, nachdem ich die Folgen ja so ganz dreist und frech in die Länge ziehe, beziehungsweise jede Folge kurz mache, sind wir jetzt schon mittlerweile bei der Folge 4. So, ich bin gespannt, wo die Musik herkommt. Die kommt bestimmt hierher. Wusste ich's doch. Die kommt von daher. Um die Ecke oder vielleicht um die Ecke? Nö. Ich sag ja, wir brauchen den Kopf. Wir brauchen den Kopf. Nein, es ist also diese Statue hier. Dann den Pumpen-Device, was soll ich denn machen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Also hier wird's laut. Exit Essays. A Music Box. Das ist zu groß dafür. Das Pumpendevice. Hat nichts gebracht, ne? Nö. Ah, siehst du mal. Geklappt. Was ist da drinne? Ah, gute Arbeit, dass du den ersten Hinweis gefunden hast. As you can see, I lost my... Wie du gesehen hast, habe ich meinen Kopf für dich verloren. Komm und treffe mich am Haus vom Priapus. Gartenhaus, süß. Okay, los geht's. Naja, sie sagt, sie hat den Kopf verloren. Das heißt, wir müssen eigentlich Priapus Kopf finden.
Den wo wissen, wo wir den ja schon finden, aber den will er ja nicht hochheben. Da sollst du mal. Ach, leck mich doch. Ja, das Haus vom Priapus muss ja im Garten sein, weil er ist ja der Gott des Gartens, ne? Ach ja. Ich finde jetzt aber gerade nichts Horror dran, muss ich ehrlich sehen. Obwohl ich ja sagen muss, bei manchen Dingern ist das echt ein, ja, was soll ich sagen, ein Witz bei Steam. Da werden mir Dinge als Horror angezeigt, wo du dann irgendwie, was weiß ich, drin hast. So FSK 6 Spiele oder so. Horror. Da, da, da. Naja, da war sie ja nicht, ne? Mäh. Mäh. Ganze Tiere hier, ne, Mann. Hier? Nö. Das ist so nervig. Also, wie sollen sie jetzt beim Haus vom Priapus treffen? Da. Jetzt hat er den Kopf verloren. Aha. Hat sich verliebt, wa? Ach ja, dann gehen wir mal hier runter. Nein! Ich hab doch nicht da oben drauf gedrückt. Hä? Wie geht der denn da oben drauf? Ich bin voll irritiert. Gar nicht drauf gedrückt und er läuft da oben hoch. So. Ja gut, jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Ach, der Pillepop hier. So. So. Das Haus vom Priapus. Bong. Ist gerade irgendwas umgefallen. Bong. Da. Vielleicht ja hier hinten. Oh, da ist schon wieder eine Box. Ach ja, Garten. Haus des Gärtners, toll. So. The fuck? Okay, der Horror geht los. Das ist der Kopf des Hausmeisters, des Gärtners. Was? Sie hat ihn getötet, fast so. Ich kann es nicht glauben. Ich muss hier weg. Das Entchen hat mich schon wieder gebissen. Ach du Schande.
Warum? Wieso hat sie den Gärtner umgebracht? What? Tschüss. Ich hau ab. Ich kann die Sirene hören. Was zur Hölle geht da los vor? Okay. Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Toll. Hallo? Ah, hab aufgehört. Was zur Hölle? Oh Gott. Das ist der Rest des Gärtners. Sprechen Sie Englisch? Ich habe nichts Falsches getan. Ah, das hat mich gebissen. Was? Pillepop, du dreckiger Verräter! Ist das dein Ernst? Ist das ein fucking Ernst? Das ist das Ende? Warum? Ich hab jetzt nicht, warum? Das. Sorry, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben ein Date im Park, ja? Sie bringt den Gärtner um, packt deinen Kopf. Gehen wir los, Polizei kommt, die Polizei erschießt und sie bringt dann den. Hä? Ja, Leute, ich würde in der nächsten Folge spielen wir noch einmal eine Runde. Denn ich möchte gerne wissen, ob wir es schaffen können, das Entchen liegen zu lassen. Weil der Polizist hat uns ja nur erschossen, weil das Entchen uns gebissen hat. Also, bis dahin. Ciao, ciao.